Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, willkommen in Bonna. Und zwar war die Poisentalbahn mal wieder auf Ausstellung. Diesmal nicht als Gast, sondern als Aussteller, wie wir hier gerade sehen. Das Ganze ist eine Fortsetzung der Ausstellungen in Meuselwitz, wo ich ja auch zweimal schon ausgestellt habe. Das Ganze ist jetzt nach Bonna umgezogen und fand da im Kulturhaus in Bonner statt. Und ich habe dort das gemacht, was ich sonst auch mache. Ich habe wieder Module mitgenommen, diesmal die von Possendorf, und habe da versucht, die ein bisschen grüner zu machen. Ja, das Ganze, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht so böse, dass ich das hier schon ein bisschen gespoilert habe. Das wird also mal ein eigenes Video werden, denn wir haben ja noch die Videoserie Projekt Possendorf und da wird es einen weiteren Teil geben, wo es um diese Begrasung und um das Grün machen geht, ne? Um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, und es wird auch um einen kleinen Vergleich zwischen zwei Begrasern geben. Da lasst ihr euch mal überraschen. Ich weiß auch nicht, ob ich das vielleicht auch noch irgendwie extra mache. Das kann ich jetzt, weil, na gut, wenn ich das jetzt Possendorf-Projekt sowieso nenne, dann geht das ja dann auch wieder unter. Also, naja, wie gesagt, das ist noch nicht in Sack und Tüten, wie ich das dann machen werde. Ja, zurück zur Ausstellung. Wir schwenken von der Kasse über den Verkaufsstand, oder über einen der Verkaufsstände, es gab ja mehrere, hier zu dieser Feldbahnanlage. Jetzt müsste ich schon wieder schwindeln, was das hier für eine Spurweite ist. Ich würde mal sagen, irgendwas Spur 1E oder irgend sowas. Ich weiß es leider nicht. Das sind so Sachen, die man sich hätte notieren sollen. Das habe ich aber leider versäumt. Ja, wir haben hier diverse Fahrzeuge. Ist auch ganz nett gemacht. Ich finde immer lustig, da diese Aquarienpflanzen, da diese Kunststoff-Aquarienpflanzen, die da hier zu Bäumen umgebastelt werden. Das habe ich auch bei Gartenbahnanlagen auch schon gesehen. Ja, wir schauen weiter. Unsere England-Anlage in Spur 00, da kommen wir dann nochmal zurück. Dann haben wir hier eine Straßenbahnanlage, die wir nachher auch nochmal sehen im Detail. Ich bin ja hier erstmal sozusagen dann die ganze Ausstellung abgegangen. Daher fährt auch nicht immer alles, aber das gibt es auch beim Fremo, dass da mal was stehen bleibt. Ja, hier haben wir einen weiteren Verkaufsstand, wo es hier um gebrauchte Fahrzeuge geht. Dann haben wir hier in Herrn Proschwitz, was immer, naja, so ein bunter Gemüsegarten, vorne ein paar Fahrzeuge zum Verkaufen, dann Papiermodelle, Mini-Anlagen. Also es ist immer sehr bunt bei ihm. Er hat hier auch eine Bastelgruppe bei Facebook. Dann haben wir hier nochmal Papiermodelle. Also ich stand da immer, was so geht als Papier, ne? Also das ist immer so. Dann haben wir hier noch einen kleineren Verkaufsstand. Ja, das ist Bild TT-lastig, ne? Also für unsere TT-Freunde. Schwenk in die Halle. Dioramen. Viele, viele Dioramen hat hier ein Kollege. Ja, manchmal ein kleines bisschen überladen, aber alles sehr liebevoll gemacht. Immer zum ganz bestimmten Thema. Dann haben wir hier das BW, da haben wir nachher noch wahrscheinlich Fotos. Da haben die Kollegen dann auch mal die Haube abgenommen.
nur für mich. Dann haben wir hier eine TT-Anlage in Segmenten. Ich sage bewusst nicht Module. Na, ihr kennt ja das Thema, was sind Module, was sind Segmente. Ich glaube, im letzten Video habe ich gesagt, ich sag's nicht. Na, dann habe ich es doch erzählt. Ja, auch mal hier eine interessante andere Methode, Fichten zu bauen. Das muss ich bei euch mal nach innen kommen, weil ich hier nicht vorbeikomme wegen eurem Stuhl. So, hier habe ich mich dann doch mal hineingeschlichen. Hat mich jetzt daran gehindert, hier in den Bedienbereich der Anlage. Ja, ja. Ich hatte ja im Vorfeld der Ausstellung, also am Aufbautag, bin ich ja zweimal kurz online gegangen und einen Livestream gemacht, um für diese Ausstellung zu werben. Da hatte ich vor allem auch hier an der Anlage gehofft, dass da mal jemand was in die Kamera sagt und ein bisschen was zu der Anlage erzählt. Die Kollegen hatten aber keinen Mut, ne? Das muss ich jetzt mal hier kritisch anmerken. Gut, es redet auch nicht jeder in die Kamera. Ja, aber einfach das erzählen, was man den Leuten sonst auch erzählt, wenn sie fragen. Und die Kamera da ist und nicht, ist eigentlich egal. Ja, dann haben wir hier noch zwei Heimanlagen, quasi die Heimanlage, also ich nehme es mal an, dass Heimanlagen sind, na, Heimanlagen auf die Ausstellung genommen und die dann hier präsentiert werden, auch in TT. Wir sind dann hier auf der Bühne, das ist eine Anlage, die die Kollegen hier mitgebracht haben, die hier den Laden im Hintergrund haben. Das, was jetzt hier ist, ist eine Schüleranlage, die also im Rahmen einer Schul-AG gebaut wurde. Und hier haben wir dann nochmal eine Segmentanlage in H0. Die hier also mitgebracht wurde. Ja, mit so typischen DDR-Szenen. Das weiß ich, Epoche 4 oder so, oder vielleicht auch noch ein bisschen Epoche 3, aber das ist ja Thema der meisten Anlagen gewesen. Hier noch ein Dreischienengleis. Ja, das ist alles nicht schlecht gemacht, das ist schön. Und wo sieht man mal so eine Kombination hier mit Schmal und Schmalspur und Regelspur. Das ist schon eine tolle Sache. Dann haben wir hier noch den Laden, den eben erwähnten. Und dann haben wir hier ja, Echtdampf. Ich hätte bei, das sieht man mal daran, dass keine Landschaftsgestaltung ist, aber es ist bei der Gartenbahn ähnlich und da ist kein Echtdampf. Ja, wir schwenken hier nochmal zurück. Das ist so die Anlage, die filme ich jedes Mal, weil ich hier so total beeindruckt bin. Auch die ist reichlich überladen, aber das ist wirklich, wie man auf so einem kleinen, auf so einer kleinen Anlage so viel unterkriegt, das ist einfach der Wahnsinn. Wir haben dann nachher noch ein paar Fotos. Ja, hier habe ich nochmal rüber geschwenkt, weil ich das vorhin vergessen hatte. Das ist wieder die TT-Segmentanlage. Die ist quasi um diese Anlage herum entstanden. Ja, also die war dann mal auf der Ausstellung und dann wurde das von Ausstellung zu Ausstellung immer größer. Ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Detailaufnahmen diverser Anlagen. Geht jetzt ein bisschen durcheinander. Hier den Güterschnellzug zum Beispiel, aber ich glaube, die hatten da auch schon Probleme an der Anlage und wollten das testen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dann hier nochmal die Gartenbahn. Also die Modelle sind nicht schlecht, ne? Aber ich bin kein Freund von den Schienen und auch nicht von den Kupplungen, die sie da verwenden. Das ist, das sehe ich immer ein bisschen kritisch, aber es ist ja immer als Spielzeug gebaut worden und naja, da ist es halt so. Aber schön ist was anderes, aus meiner Sicht. Ne? Die Gartenbahner mögen mir verzeihen.
den Nebenspuren nicht anzuschalten. Letztendlich ist auf der Aststelle ja auch bloß für die Kinder. Und ja, für die Gartenbahnfans. Und die stört es ja nicht. Das ist bloß hier erstens ein Meckern der Nullbahner, ne? Das stört. Ja, hier haben wir auch nochmal, das ist jetzt wieder die H0-Anlage, also die H0-Segmentanlage, die im hinteren Bereich der Bühne stand. Und da haben wir natürlich hier auch einen schönen Schmalspurzug. Der hier auf dem Dreischienenkreis ein- und wieder ausfährt. Eieieiei, da ist ein kleines Übergangsproblem. Aber ich weiß jetzt nicht, wie alt die Anlage ist. Die macht jetzt auf mich den Eindruck, als ob die jetzt nicht erst gestern entstanden ist. Da kann schon mal passieren, dass sich da was verzieht. Da ist dann Bastelarbeit angesagt. Dann haben wir noch viele Fotos, auch ein bisschen quer durcheinander. Straßenbahnanlage, dann haben wir hier Eschdampf nochmal von nahen. Dann hier meine Mini-Lieblingsanlage. Mit einem Hamsterer-Zug. Auf dem Dach sitzen. Ja, das sind die Dioramen, die ich vorhin mal erwähnt hatte. Da haben wir ja Oldtimer-Fahrzeugausstellung. Ja, unverkennbar eine TT-Anlage. Mit Hafen vorne dran. Und noch einmal TT. Ich habe dann mal versucht, querbeet irgendwelche Details einzufangen. Also quer über alle Anlagen. Ich hoffe, dass ihr euch hier, also die Aussteller, dass ihr euch jetzt hier wieder erkennt. Für Garten habe ich ja auch immer mal was übrig. Ich muss endlich mal einen Garten bauen. Ja, Modellbahnladen, das Foto ist beim Aufbau entstanden, ist in Elster-Trebnitz. Ich sage es nichts weiter dazu, weil ich sonst hier oben Werbung einblenden muss. Ja, dann hatte ich ja schon erwähnt, die Kollegen, die dort das BW ausgestellt haben, haben dann mal freundlicherweise die Haube abgenommen. Und ja, dann habe ich mich quasi da drinnen schon fast verkrochen, also da, wo das Handy reingepasst hat. Und hab dort noch fotografiert. Wir haben ein bisschen kleine Gags eingebaut, wie der Maulwurf oder hier die Störche. Also es war auch sehr, sehr nett gemacht. Ja, dann nochmal die Papiermodelle. Und hier nochmal Herrn Proschwitz ein. Stand. Dann sind wir hier bei dieser, das hatte ich ja erwähnt, England-Anlage. Da habe ich auch nochmal ein paar Detailfotos gemacht. Hat sich auch gelohnt mit diesen ganzen, naja, doch teilweise exotischen Fahrzeugen mit bunter Bedruckung und den schönen Straßenszenen, die dann auch hier, wie hier, so ein bisschen die Tiefenschärfe auch so ein bisschen, naja, ein bisschen schwierig machen. Ja, das Bild ist auch, sollte bekannt sein, ne? Also das ist, wurde hier nachempfunden. Hier auch mal, da hat er mir noch was dazu erzählt, nämlich das ist irgendeine Brauerei, die ein Trabant in England, ein Trabant als Werbeauto vor der Brauerei stehen hat. Na, das wollte ich mal noch erwähnen, weil das ist jetzt unser letztes Bild hier im Video. Ja, wir sind durch mit der Ausstellung in Bonn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wer in der Nähe wohnt, noch nicht da war, im nächsten Jahr kommt er vorbei und schaut sich das an. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht was draus. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren tut nicht weh. Und einen Daumen hoch, denn muss man auch nichts dafür bezahlen.